Certainly. I'm here. So, ist jetzt die Frage, ist das hier ein Ausgang oder ist das hier oben nachher der Ausgang? Das Wasser des Beckens der Erinnerung wirkt leuchtender als zuvor und Humaira gestikuliert mit einer offenen Hand in Richtung des Brunnens. Congratulations, Contender. Having endured the rite of passage, you earned the privilege to compete with other proven hunters. Mein Glückwunsch, Anwärter. Jetzt, wo du den Übergangsritus überstanden hast, hast du dir das Privileg verdient, mit anderen erwählten Jägern wettzueifern. Sie fischt einen Talisman aus dem Becken und hält ihn tropfend vor dich. This token represents you and no other. Wear it proudly. Diese Marke ziert nur dich, niemand anderes. Trage sie mit Stolz. It shall drink the essence of your actions, your triumphs and your accomplishments. That the souls within these sacred walls will recognize them on your return. Sie soll von der Essenz deiner Taten zehren, deinen Siegen und Errungenschaften, auf dass die Seelen in diesen geheiligten Mauern sie wiedererkennen, wenn du zurückkehrst. Sie drückt dir die Spangen mit einem Lächeln in die Hand, das ihre Zähne entblößt. Du hast einen Gegenstand erhalten, Schmelztiegelmarke. Kasovaris Ruf, einmal pro Ruhephase. Feindzieh, plus 15 Schaden gegen herausgeforderten Feind. Der Träger fordert einen Gegner heraus und verursacht zusätzlichen Schaden an diesem, während er gleichsam weniger Schaden durch dessen Angriffe erleidet. Na, klingt gar nicht mal so schlecht. Konstantin beobachtet deinen Umgang mit dem Talisman. Daher zeigt sich auf seinem sonst so heiteren Gesicht eine Mischung aus Sehnsucht und Widerwillen. Ich fühle mich geehrt. Das ist die Mühe hoffentlich wert. Ich bin nur hier, um irgendwas zu töten. Nichts sagen. Ich fühle mich geehrt. And we are honored to have such a talented hunter in our midst. Good Watcher. Und wir fühlen uns geehrt, einen so talentierten Jäger in unsere Mitte zu wissen, ehrenwerter Wächter. Your next challenge will take you outside the walls of this arena. The island demands an offering. Something to feed the pool of memories. Deine nächste Herausforderung wird dich an einen Ort außerhalb der Mauern führen. Die Insel verlangt dein Opfer, etwas, wovon das Becken der Erinnerung zehren kann. Some relics sacred to this place have been taken and need returning. And others, undiscovered, await a hunter capable enough to find them. Einige heilige Relikte, die aus diesem Ort entwendet wurden, müssen zurückgebracht werden. Andere warten darauf, von einem fähigen Jäger gefunden zu werden. Sie grinst und ihre zackigen Zähne sind leicht durch ihre rauen Lippen zu erkennen. Hört sich einfach an, dass sie in der Arena kämpfen. Und wie viele von diesen heiligen Objekten muss ich finden? Bedeutet das, dass der Schmelzsiegel mich akzeptiert hat? Wann kann ich zu den Gesichtern sprechen? Sag nichts. Fragen wir mal die drei. You survived the rite of passage, but you are yet shark bait to the faces. Du hast den Übergangsritus überstanden, aber für die Gesichter bist du nichts als Haifutter. Aber jetzt kannst du damit anfangen, ihre Aufmerksamkeit zu verlangen, durch deine Taten. Und wie viele von diesen heiligen Objekten muss ich finden? It is assumed you will hunt with reckless abandon and return all that you can, if only for the thrill of the pursuit. Von dir wird erwartet, rücksichtslos und haltlos zu jagen und alles zurückzubringen, was du kannst, selbst wenn es nur um den Rausch des Jagens geht. As for what is required, contenders are expected to return at least one relic sacred to the seeker, slayer or survivor. Was die Mindestanforderung angeht, so wird vom Anwärtern erwartet, dass sie zumindest ein Relikt entweder zum Sucher, Schlechter oder Überlebenden bringen. Whichever face best aligns with the hunter within you. Welches Gesicht auch immer besser zum Jäger in dir passt. Das hört sich einfacher an, als in der Arena zu kämpfen. Wish that were true, Watcher. Ich wünschte nur, dass das wahr wäre, Wächter. Humaira lacht leise. Sie senkt die Stimme und lehnt sich zu dir. Sie riecht nach Schweiß und Torf. Each area of the island draws the attention of a particular aspect of Tuamawai. While you scour the island, watch as only a watcher can. Jedes Gesicht der Insel zieht die Aufmerksamkeit eines bestimmten Aspekts von
Tamaru Wai auf sich. Während du die Insel erkundest, sollst du wachsam sein, wie nur ein Wächter es sein kann. Sie richtet sich auf. Speak with N'Gari, Keeper of Memories, in preparation for your hunt. He will set the path before you. Sprich mit N'Gari, dem Hüter der Erinnerung, wenn du dich auf deine Jagd vorbereitest. Er wird dir den Pfad zeigen, der vor dir liegt. Return with your trophy, contender. And may Tawamawai guide your way. Kehre mit deiner Trophäe zurück, Anwärter, und möge Tawamawai dich leiten. Sie neigt den Kopf und wendet sich ab. Ja. Wir haben jetzt... genau, den Übergangsritus abgeschlossen. Ich habe den Übergangsritus überlebt und den Status als Anwärter des Schmelztiegels erreicht. Ja, der Schmelztiegel ist die neue Mission. Da ich nur ein Anwärter des Schmelztiegels bin, werde ich mich seinen Prüfungen unterziehen. Sprich mit N'Gari über die Artefakte der Gesichter. Wenn ich Relikte sammle, die mit Erinnerungen an Konflikte beladen sind, kann der Schmelztiegel diese zu neuen Prüfungen umwandeln. Ich werde mit N'Gari sprechen müssen, da er einiges über jene Artefakte zu wissen scheint, die den Gesichtern der Jagd so wichtig sind. Arena-Wächter N'Gari, da bist du ja. Für einen Amauner ist der Mann vor dir recht dünn. Dafür wartet er mit warmen, vertrauensweckenden Gesichtszügen und grauen Stellen in seinem eng verzwirbelten schwarzen Haar auf. Er lächelt freundlich, als du dich ihm näherst. Greetings, friend, and welcome. You stand before the keeper of memories. Sei gegrüßt, Freund, und willkommen. Du stehst vor dem Hüter der Erinnerungen. Er verbeugt sich leicht aus der Hüfte heraus. Er richtet seine Aufmerksamkeit auf den Zwerg an deiner Seite. And Constantine, too. How exciting. Kann er das ein bisschen weniger komisch sagen? Und Constantine auch. Wie aufregend. Been a while, N'Gari. Ist eine Weile her, N'Gari. Ihr beide kennt euch. Du hättest aus der Erinnerung, du wirkst seltsam für einen Huana. Ihr beide kennt euch. Only well enough to not trust him at my back in a fight. Gut genug, um ihm in einem Kampf nicht den Rücken zuzudrehen. I'd rather stand face to face anyway. Ich würde dir sowieso lieber gegenüberstehen. Du wirkst seltsam für einen Huana. That isn't surprising. I have strode many nations, spoken to many Kith, learned their tales and their traditions. Das ist wenig überraschend. Ich habe viele Nationen beschritten, mit vielen Gestandenen gesprochen, von ihren Geschichten und ihren Traditionen gelernt. Er lächelt. Not every Huana takes so great an interest in the other peoples of Aeora. Nicht jeder Huana interessiert sich so sehr für die anderen Völker Aeoras. Fewer still have the means to pursue that interest. Noch weniger haben die Mittel dazu, dieses Interesse zu verfolgen. Du hütest also Erinnerungen? Don't everyone keep memories? Hüte nicht irgendwie jede Erinnerung. Ja, guter Punkt, Soti. Those vanquished in the Crucible leave behind their weapons and armor. Both often laden with memories of life. Diejenigen, die im Schmelztiegel besiegt werden, lassen ihre Waffen und Rüstungen zurück, oft voll von Erinnerungen an das Leben. It falls to me to keep and protect those trappings and recollections. Es obliegt mir, diese Fundstücke und Erinnerungen zu bewahren. Anything short of a full soul left clinging to a weapon is likely little more than dust, or entirely insane. Ja, guter Punkt, Alof. Alles, was sich an eine Waffe heftet und weniger ist als eine vollständige Seele, ist vermutlich nicht mehr als Staub oder vollständig wahnsinnig. Doesn't seem far off from torture to me. Ist für mich nicht weit von Folter entfernt. Everyone believes they know my work better than I do. Ja, da glaubt meine Arbeit besser zu verstehen als ich. Er gluckst. Wie kannst du mit diesen Gegenständen Erinnerungen erhalten? We first wash the items in the pool. And in doing so, give the memories to the souls of this place. Thus do their deeds live on beyond them. Zunächst waschen wir die Gegenstände im Becken. Dadurch gehen die Erinnerungen in die Seele dieses Ortes über. So können sie weiterleben. Most items carry little more than the strongest memories of their use. Die meisten Gegenstände tragen nur die Erinnerung an ihre intensivste Nutzung in sich. Er zupft abschätzig an seiner Tunika, als würde er damit ihre Einfachheit andeuten wollen. A few, however, abundant with essence and charged with purpose, retain unusual attributes. These I care for, curate and purvey to those worthy of their enchantments.
Einige Gaben sprühen nur so vor Essenz und Sinn. Sie sind in der Lage, ungewöhnliche Attribute zu bewahren. Diese sind für mich von Interesse. Ich kümmere mich um sie, gebe sie jenen, die ihres Zaubers würdig sind. Mit einem freundlichen Lächeln lässt er einen Finger über die Klingen streichen. Was sind die Artefakte, die Homaira erwähnt hat? The Crucible recreates battles and conflicts of old, that today's hunters may hone their skills. The Pool of Memories is the library for these histories. Der Schmelztiegel reproduziert Schlachten und Konflikte vergangener Tage, auf das die heutigen Jäger ihre Fähigkeiten verfeinern können. Das Becken der Erinnerung dient sozusagen als Bibliothek für diese Geschichten. These stories aren't told to the Crucible. Instead, items held by those who performed great deeds echo with these accomplishments. The Pool of Memories absorbs the past from them. Diese Geschichten werden dem Schmelztiegel nicht erzählt. Stattdessen halt die Essenz, die Gegenstände derer, die hier große Taten verbracht haben, mit ihren Errungenschaften wieder. Das Becken der Erinnerung absorbiert die Vergangenheit aus ihnen. As a contender, you will be expected to recover at least one of these relics. Als Herausforderer wird von dir erwartet, dass du mindestens eines dieser Relikte zurückerlangst. I can point you in the right direction, but first I must ask, which of the faces of the hunt do you seek to appease? Ich kann dir den Weg zeigen, aber zuerst muss ich dich etwas fragen. Die Kunst, welches Gesichtes der Jagd möchtest du dir erarbeiten? Fragen wir erstmal nach den Gesichtern, also erzähl mir mehr von den Gesichtern. The faces represent the tripartite existence of Tuamawai, the Slayer God, the Seeker God, the Survivor God. Falsche Reihenfolge. Eigentlich hätte es der Seeker, dann der Slayer und dann der Survivor sein sollen. Die Geschichte repräsentiert die dreigeteilte Existenz Tuamawais. Der schlachtende Gott, der suchende Gott, der überlebende Gott. Foreigners conflate them with the Changeling for good reason. He cannot be reduced to any single thing. Fremde nennen ihn nicht umsonst Wechselbalg. Man kann ihn nicht auf eine einzige Sache reduzieren. The Stelgar embodies the Slayer aspect. The Seeker is represented by the Spider. And the Boar reflects Tuamawai's survivor aspect. Der Stelgar verkörpert den Aspekt des Schlachtenden. Der Sucher wird von der Spinne repräsentiert und der Keiler spiegelt Tuamawais Aspekt des Überlebenden wider. It is right and proper to respect all three, but all Crucible contenders must eventually make a choice and accept their true face. Es ist gut und recht, alle drei zu respektieren, aber alle Herausforderer im Schmelztiegel müssen irgendwann eine Wahl treffen und ihr wahres Gesicht akzeptieren. Ja, warum kann ein Krieger nicht alle drei Gesichter der Jagd für sich annehmen? In a lifetime of conflict, one can, should and with the onset of age. Im Laufe eines Lebens voller Konflikte könnte man, sollte man und mit dem Alter muss man es. But in the Crucible, one cannot advance without championing a single aspect. Aber im Schmelztiegel ist es nicht möglich, voranzukommen, ohne sich für einen bestimmten Aspekt zu entscheiden. Okay, fragen wir mal nach allen Gesichtern durch. Fangen wir mal unten beim Survivor an. The Boar is the surviving face. The aspect of Tuamawai that reminds us that victory without survival is almost always meaningless. Der Keiler ist das überlebende Gesicht der Aspekt Tuamawais. Wahrscheinlich der Aspekte, der uns daran erinnert, dass ein Sieg ohne Überleben beinahe sinnlos ist. While all manner of cowards excel at survival, the Boar is both courageous and resilient. Traits all hunters should aspire to. Während alle Feiglinge gut im Überleben sind, ist der Keiler nicht nur mutig, sondern auch widerstandsfähig. Eigenschaften, die alle Jäger anstreben sollten. Ja, erzähl mir von dem Gesicht, der einem Stelgar ähnlich sieht. That is the slaying face. The aspect of Tuamawai fixated on the mastery of the life or death dance, where all things are decided. Das ist das schlachtende Gesicht, ist das der Aspekt Tuamawai, der auf dem Meistern des Tanzes von Leben und Tod fixiert ist, wo sich alles entscheidet. Deadly in a group or by itself. Hungry or sated, the Stelgar is possessed of uncanny focus and purpose.
Tödlich in einer Gruppe oder allein. Hungrig oder gesättigt, der Stagier verfügt über geradezu unheimliche Konzentrationskraft und Zielstrebigkeit. A wise hunter admires and fears the Stelgar in proper measure. Ein weiser Jäger bewundert und fürchtet den Stelgar im richtigen Maß.